Ja, guten Morgen, meine Freunde. Meine C64-Freunde da draußen. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen. Man glaubt es kaum. Und ich zeige euch das mal. Ja, ist ja, relativ groß, wie ihr seht. Ich werde das mal wieder ein bisschen rausziehen, weil passt wieder mal nicht auf den Bildschirm, ne? Also wieder mal obligatorisch. Werden wir hier ein bisschen cutten. So. Ja, schon der Cutter vom Dienst sozusagen. Ja, dann werden wir hier auch nochmal cutten und gucken. Ja. Hier auch nochmal. Naja, ist ziemlich gut. Ziemlich gut verpackt. So, oh Gott, oh Gott. Schaut mal, Leute. Schaut mal. Das heißt, wieder sauber machen. Das muss ich mal ein bisschen anders machen. Wartet mal. Ja, sehr gut verpackt. Also, da werde ich wieder viel, viel aufräumen müssen. Scheiße, hätte ich mal lieber anders ausgepackt. Aber na gut, okay. Ich versuche es mal. Ihr seht jetzt nichts, das ist aber nicht schlimm. Ich versuche es mal anders. Ja, es ist lieb gemeint, gut eingepackt, lieber Verkäufer, aber meine Fresse. Das ist ja, viel Arbeit wieder für mich, weil ich das alles sauber machen muss. Scheiße. So, okay, ja, sei es drum. Ich stelle das erstmal hier hin. Ihr seht, ne, hier, das ganze Puzzlezeug hier. Ja, naja, gut, okay. Muss ich natürlich dann irgendwie alles sauber machen. Naja, gut, okay. Also, da ist das gute Stück. Ich habe gehört, ein Commodore-Rechner sucht ein neues Zuhause. Da, wo er vorher war, wurde er nicht mehr geduldet. Jo. Warum, weiß ich nicht. Kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß noch nicht, was er angestellt hat. Aber sei es drum. Ich dachte mir, ach komm, gib den Kleben mal eine Chance. Und dann nimm. Dann nimm ihn zu dir. So. Ich glaube, jetzt weiß schon jeder, um was es sich handelt. Ja. Die Spannung steigt und schaut mal hier, Jungs. Ja. Da ist das gute Stück. Ich stelle ihn jetzt erstmal so hin. So, mal sehen. Ich glaube, ich habe da ja noch andere Sachen mit. Ach ja. Die Verpackung ist, naja, grenzwertig, ne? Also. Diese kleinen Flusen, die gehen natürlich auch in den Netzteil rein und naja, gut. Ich will mich ja nicht beschweren, aber das ist irgendwie scheiße. Das hätte man anders verpacken können, glaube ich. Weil, puh. Naja, gut. Okay, hören wir auf zu meckern. Ist nun mal so, wie das ist. So, hier haben wir das Netzteil für unseren Kollegen. Für unseren Commodore-Rechner C16. Ja. Also ich habe das gute Stück früher nie besessen. Ich habe ihn immer so in den Computerzeitschriften, in den damals gängigen Computerzeitschriften gesehen und dachte mir, ja, okay, so teuer ist er ja anscheinend nicht. War eigentlich relativ günstig immer im Angebot. Aber wozu sollte ich mir einen holen? Weil ich hatte ja meinen Commodore C64, also bestand eigentlich auch gar nicht die Notwendigkeit. So, ich gucke mal weiter, was ich hier drinne finde. Ich kann es euch auch ganz schlecht zeigen, weil dann wäre der ganze Tisch voll mit diesen Flusen. Wenn ich das ausgedacht hätte. Krass. Weiß ich nicht. So, naja, gut. Okay, ich stelle das erstmal hin. Ihr seht, na hier. Mein Gott. Naja, gut. Doch hier, ne, die ganzen Flusen, das sind ganz kleine. Aber das ist der ganze Karton voll, ne? Habe ich so noch nicht erlebt. Nach dem Motto, naja, dann kannst du danach erstmal putzen, mein Freund. Na, warum nicht? Hast ja eh nichts zu tun. So, Leute, wartet, wartet, wartet. Oh, ich muss erstmal die. Nicht mehr normal.
Ich glaube, der wollte mich ärgern, der Verkäufer. Irgendwie mag der mich nicht. So. Aber jetzt Scherz, ne? So, an den Verkäufer, der vielleicht genau das Video sieht, das war natürlich jetzt ein Joke. Ein Scherz, ja? Meinte ich jetzt nicht so. Aber trotzdem finde ich scheiße. So, okay. Dann haben wir hier noch ein Kabel. Ihr seht ja hier, ne? Also, ja. So. Ja, hier, holla. Ich roll das mal zusammen. Okay. Damit wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. So. Naja, das obligatorische Anschlusskabel. Für die damaligen Fernseher. Da werde ich morgen anders holen. So, jetzt legen wir auch mal rein. So. Boah, ich muss da wieder reingreifen. Das ist meine ganze Hand voll. Voll mit dem... mit dem Schmarrerzeug hier. Ach du Scheiße. Ey, nee. So, mal leid, kann ich das so nicht zeigen, weil dann ist der ganze Tisch mit diesen Flusen voll. Boah. Das ist Wahnsinn, ja? Na, jetzt ist mein Boden schon voll. Jetzt ist er voll. Gut, ich hoffe, ich kann es wenigstens so zeigen. So, dann haben wir hier noch ein Joy. Ja, seht ihr, ne? Das muss alles weg, ja. Das ist so, gut. Naja, okay. Ja, hier haben wir den obligatorischen Adapter, ne? Weil der C16er, der hatte nicht die Eingänge, die Joystick-Eingänge, wie damals der C64. Und ich glaube auch der VC20. Oh, so. Und ja, dazu gab es dann eben halt diesen Adapter. Dann konnte man eben halt die gängigen und bekannten Joysticks benutzen. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Okay, haben wir. Ich glaube, da kommt noch was. Und zwar... Scheiße. Alter. Das war irgendwie nicht so gut. Ja. Man kann es vielleicht schon hören. Ich ließ es nicht. Muss er hier rumkramen? Finde ich noch was oder finde ich nicht? Oder war ja die Rede von der Datasette noch? Genau. Boah. So. Zeig euch das mal. So, schaut euch das mal an. Ich zeig's nur mal ganz kurz, ja. Das ist, ja, also, weiß ich nicht. Leute. Weiß nicht, ich meine, ist doch klar, dass eventuell alles in eine Mechanik reinkommt, ja. Mann, da braucht ja einen Kerscher für. Scherz. So. Okay. Okay, okay. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ordnung hier, wa? So. Ich werde es so öffnen, sauber machen. Hier, seht ihr, da ist schon die ganze Scheiße hier drin. Naja, gut, okay. Dann haben wir noch ihn hier. Ich habe den jetzt erstmal abgepustet ein bisschen. Da ist auch das Original Tape, Datasette, wie auch immer. Ja, und die wird eben halt mit so einem Eingang, ne, betrieben, wo auch Fussel drin sind. So, okay. Finde ich gut. Sieht doch richtig stylisch aus. Ja, warum habe ich ihn mir geholt, wenn ich ihn damals nicht hatte? Ja, weil ich ihn mir jetzt holen kann. Und weil ich ihn nie hatte. Und ich muss sagen, ich finde die Optik sehr geil von dem Gerät. Ja, ist richtig Hammer. Ja, hier haben wir Öl. Was? Olympiade. Ah ja, alles klar. Seht ihr hier? Der Olympiade. Gut. Sehr schön. Ja, Hammer. Stelle ich jetzt mal ein bisschen abseits hier. So. Und stellen wir das mal hier hin, wa? Das sieht doch irgendwie ein bisschen besser aus, glaube ich. Passt alles gar nicht auf dem Bildschirm hier.
So, okay. Mal ein bisschen nachjustieren hier. Genau, so. Da haben wir es. Und ich glaube, da sind noch Kassetten drin. Ne? Die werden wahrscheinlich auch alles voller. Wer sich das ausgedacht hat. Unmöglich. So. Eigentlich schade, muss ich jetzt mal sagen, weil das ist. Puh. So, weil ich greife hier rein und komme hier vor wie ein. Weiß nicht. Wie so ein Müllsammler. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Irgendwie schon. So. Hier haben wir das Buch. Ich zeige jetzt nicht, wie verflockt das ist. Ich meine, hier, seht ihr schon, meine Hand. Hier. Krass, oder? So. Alter. So. Naja, gut. Habe ja nichts anderes zu tun, als zu saugen. Passt schon. So. Ja, so habe ich mir das Unboxing-Video jetzt nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich wusste ja nicht, dass da so ein Scheiß drin ist. Dann hätte ich das anders gemacht. Dann hätte ich schon alles ausgepackt und dann vorher jemand. Naja. So, ich greife da nochmal rein. Bin froh, wenn ich da nicht mehr reingreifen brauche. Aber das war's. Genau. Das Wort. Vier Kassetten, glaube ich, waren das Thema, die noch dabei sind. Wartet mal, ich räume nochmal kurz den Scheiß hier weg. Alter Falter. So. Das wird gleich nachher entsorgt, weil. Boah. Der ganze Boden ist voll. Naja. So. Einmal. Zweimal. Boah, das kriegst du gar nicht ab. Dreimal. Alter Falter. So, okay, jetzt bin ich wieder da. Also, wie gesagt, hier ist das originale Commodore C16 Handbuch. Finde ich sehr schön. Ist noch sehr gut erhalten, muss ich sagen. Ich habe da schon andere gesehen. Aber schon ganz schön ausgebleicht. Ne? Das sieht man ja auch hier. Ja, selbst mit meiner Beleuchtung kriege ich das noch nicht mal richtig scharf. Aber okay, ist mit bei. Ja, ist ziemlich ausgeblichen, ne? Absolut. Aber gut, ist dem Alter geschuldet, ne? Dafür kann der Verkäufer nichts. In dem Fall mal nicht, aber für den Verpackungsinhalt schon. Ja. Aber na gut, ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja bekommen, was ich wollte. So, ja, das haben wir. Sehr schön. Commodore, wunderbar. Legen wir mal hier hin. Finde ich sehr gut. So, Netzteil haben wir hier auch. Auch gut. Ja, tut mir leid, Leute, ich muss hier pusten. Ne? Ihr seht, überall ist die Scheiße hier drin. Ne? Naja, gut. Das heißt, öffnen, komplett sauber machen. Aber das mache ich ja ganz gerne. So, hier ist das gute Stück. Freue ich mich. Da ist er. Ja. Ist noch relativ gut erhalten. Ich werde ihn sonst auch nochmal säubern. Ja, also kommen wir ja nicht drum rum. Ja, so. Schaut mal, Leute. Zielt. Also er wurde noch nicht geöffnet. Normalerweise öffne ich dann auch nicht die Geräte, weil zielt es zielt. Aber ich denke, wenn was kaputt ist, muss ich ja eh ran. Ne? Da geht es ja nicht anders. So. Ja, okay. Und hier haben wir dann noch das hier. Ich hoffe, der Autofokus stimmt. Genau, ja. Ich glaube, ist das 109.000. Gerät. Kann das sein? Ja, aber ich weiß nicht, wurden 109.000 von diesen C16 gebaut? Ich habe mal gehört, 30, 50.000 oder so. Keine Ahnung. Schreibt es mal in den Kommentaren. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe da null Plan. Ja, könnt ihr mich ja mal aufklären. Ja, wie gesagt, da ist er. Ich finde ihn schön. Sieht sehr, sehr nice aus. Ja, hier eben halt die Fusseln. Was ich geil fand an ihm hier. Reset-Taste. Hätte man beim C64 wirklich mal mit anbringen können. Naja, gut. Haben sie nicht gemacht. Leider nicht, ja. Und hier zwei Joystick-Eingänge. Und wie gesagt, da hatte der Verkäufer einen schönen Adapter. Finde ich gut. Ja, den habe ich jetzt gleich mit bei. Kann ich eben halt auch die anderen Joysticks benutzen. Weil die originalen Joysticks von damals für den C16, die waren, glaube ich, nicht so gut. Also da konnte man nicht so gut mit spielen.
Ja, die waren sperrig und wahrscheinlich auch gar nicht spielbar. Ja, also keine Ahnung, oder benutzbar. Ja, hier ist alles gutes Stück, freue ich mich sehr. Hier zeige ich euch nochmal den Joystick, den habe ich noch nie gesehen, Leute. Wer kennt den? Ab in den Kommentaren damit, ja. Lieber Flo, wenn du das sehen solltest, du bist ja Joystick-Profi, sag mir mal, was das ist und ob du den kennst, ja. Der sieht krass aus, oder? Weil ich kenne ihn nicht. Gut, er wackelt schon ganz schön, das seht ihr. Ja, knarzt auch schön, ja. Aber, ja, das ist mal was Neues. Gut, hier, das ist schon sehr locker, das seht ihr hier. Keine Ahnung. Ja, naja, schauen wir mal, ne? Ja, quick. Olle quick normal. Mal schauen. Ich glaube, Olle Flo wird mir bestimmt sagen können, was das ist. Der kennt sich da sehr gut aus. Übrigens, wer seinen Kanal noch nicht kennt, den 8-Bit-Flo, unbedingt besuchen. Sehr schöner Kanal. Ich bin sogar einer der besten in Deutschland. Und schönsten. So, besucht einfach mal auch seinen Kanal in der Videobeschreibung da unten. Da sind die ganzen Links. Da könnt ihr schön mal raufgehen. So, übrigens die Titelmusik hier, die ich gespielt habe von Lieben Spino, geht mal auch bei ihm auf seine Seite. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Der macht absolute Top C64 Musik. Da kann ich sagen, top, weil die ist top. Unbedingt mal raufgehen und abonniert mal den Kollegen, weil dafür, dass der so geile Mucke macht, der Spino, da hat der mehr Abonnenten verdient. Also, das ist wirklich meine Meinung. Ja, ich meine, ich habe mehr als er und was ich mache, ist hier, ja, normaler Content. Aber der Junge, der macht richtig geile C64 Mucke. Ja, und dann würde ich mal sagen, muss man das auch würdigen. Also. Rauf auf seinen Kanal, Leute, unbedingt. So. Und abonnieren nicht vergessen bei ihm. So, und hier haben wir nochmal, ich zeige es euch ein bisschen. Scheiße. Sorry. Ich zeige euch nochmal das gute Stück. Ist auch noch gut erhalten, finde ich. Ja, also. Sieht auch geil aus. Das Schwarze macht es ihm halt. Na gut, hier schon ziemlich abgerippelt, aber okay. Ist dem Alter geschuldet. Schauen wir mal. Ja, Original Commodore Data Center, auch eine Seriennummer. In Taiwan natürlich gebaut, logisch. Das war schon damals so. Und das ist heute immer noch so. Gut, haben wir. Mal kurz rum. So, ja, das werde ich dann alles mal antesten, aufschrauben, sauber machen. Und dann haben wir das gute Stück. So, den zeige ich jetzt auch noch mal extra. So. Ja, auch wieder an die Richtung von Flo gerichtet. Guck dir das gute Stück mal an. Ja, vielleicht kennst du das hier. Oder hast das mal gesehen. Ich weiß es nicht. Ja. Kann man das sehen hier? Mal gucken. Ja. Das ist ein Turbo, weiß ich was. Hast du nicht gesehen? Mit Patentnummer. Made in bla bla bla. Und ja, okay. Ja. Mal sehen, vielleicht kennt ja unser Flo, was das hier für ein Joystick ist, weil habe ich so noch nicht gesehen. Ne? So, sieht schon lustig aus. Irgendwie schon. So, okay, dann haben wir hier den Stecker. Ich mache den mal ab. Seht ihr? Hier ist der normale, also für uns C64-Freaks ist der normale Stecker. Und hier ist eben halt, ja, der Adapter, der Adapter für den C16. Genau. Sehr schön. So, kommt mal hier, kommt mal hier hin. So, dann haben wir noch ein paar Kassetten. Dort ist das Star Commander für C16 plus 4. Sehr schön. Zeigen wir doch mal. Werde ich natürlich auch antesten. Bin mal gespannt. Ja, sehr schön. Cool. Sind mal beide Seiten, ne? Beklebt worden. Ist ja auch nicht so üblich. So gewesen. Später. Hat man dran gespart anscheinend. Ja, hier haben wir sie. Lege ich mal hier hin.
Dann haben wir hier noch was. Leider ohne Label. Schade. Leider. So, dann haben wir hier auch eine schöne Kassette, aber auch ohne Label. Mal sehen, was da drauf ist. Voila. Ninja Master. Wow. Vom Firebird. Sehr schön. Finde ich ja geil. So. Und nochmal auf der anderen Seite. Könnt ihr sehen. Sieht nice aus, muss ich ehrlich sagen. Okay. Sehr schön. Ich stehe auf die Disketten. Tapes. Ich finde die geil. Ich fand die damals schon geil. Ich finde die heute immer noch geil. Ich habe sogar einen Player und ab und zu benutze ich den und höre Tape. Ja. Wenn ich da mal auf Arbeit bin, dann lachen die immer und sagen, was ist denn das? Ich sage, ja, das ist das, was ihr nicht kennt. Ne? Oder nicht mehr kennen wollt. So, hier, einzigste mit, die einzigste, das einzigste Tape mit, ja, mit Cover, finde ich geil. Wickedtag sagt mir gar nichts, hier, CBM 16 plus 4, sehr schön. Sieht geil aus, oder? Finde ich sehr schön. Okay. Ja. Wollen wir mal reingucken, ne? Sowas sammle ich ja auch für C64. Finde ich sehr schön, ne? Weil das ist wirklich Retro, Leute. Das ist Retro. So, ja. Da haben wir Rick Attack. Sagt mir null. Nie gesehen, ja. Tiny Soft. Okay, 1984. Schön. Aha, da haben sie schon angefangen zu sparen. Sehr schön. Ich meine, es waren doch garantiert nur Pfennigartikel. Aber naja gut, man hat gespart, wo man konnte, ne? So, und hier eben halt, seht ihr, ja, das kleine, schöne, süße Cover. Jo, ich denke mal, bei dem Spiel brauchen wir noch keine Anleitung. Ja, kriege ich das ran, controlled. Ja, kann man ein bisschen sehen. Ey, da brauchst du ja eine Lupe. Okay, naja, egal, so. Also ich zumindest, für mein Alter bräuchte eine. Ich könnte das nicht mehr so normal sehen. So, okay. Hammer, finde ich auch sehr schön. Okay, hier muss ich mal sehen. Vielleicht kann ich mir mal so die Cover ausdrucken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Wenn ihr davon was wisst, dann ja, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Ne? Wäre schön. So, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ne? Ja. Wunderbar. Ja, das ist das gute Stück. Ja, ich werde mal wieder entfusseln hier. Ihr müsst mal meinen Boden sehen, der sieht so scheiße aus. Ja, sorry, aber halt so. Alles mit diesen kleinen scheiß Fusseln versehen. Yeah. So, okay. Ja, das wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, der wollte woanders hin. Jetzt ist er bei mir. Ich werde mich mal eines Tages ransetzen, den mal richtig antesten, ausprobieren. Freue ich mich schon drauf. Und mal sehen, was das Basic Version 3.5 so bringt. Ja. Auf alle Fälle besser als das Basic auf den C64. Logischerweise. Ja, jetzt habe ich das gute Stück. Ich freue mich. Ich wollte es euch unbedingt zeigen. Und ja, mal sehen. Wenn das mit der Streaming-Software, wenn das alles klappt und ich die Verbindungskabel alle habe, dann werde ich das mal vielleicht auch live machen. Also den richtig anschließen und dann läuft der und dann werde ich euch das zeigen. Ja? Aber ich brauche, wie gesagt, erstmal, ja, noch einige Gerätschaften, damit ich das machen kann. Momentan geht das nicht. Gut, okay. Ich würde mal sagen, voilà. Das legen wir ja auch nochmal hin. So. Sehr schön. Oder? Legen wir mal hier oben rauf. Bin ja zufrieden. Ja, das ist jetzt nicht so gut, was ich da gerade sehe. So, genau. So, ja, da ist er. Bitteschön. Wollte ich euch zeigen. Ich freue mich. Der wird geschrubbt, geputzt, restauriert. Und dann kommt er an meine Sammlung. Finde ich sehr schön. Ja, wenn jemand von euch auch so ein C16 hat, eventuell sogar eine Floppy hat, weil die sind ja unbezahlbar. Ich weiß nicht, da gibt es Leute, die wollen 800 Euro für die Floppy hier haben. Weil, so viel ich weiß, gibt es eine Floppy für den C16. Und die ist auch schwarz, aber das ist 1541 oder 1551, keine Ahnung. Ja, schreibt es in den Kommentaren. Die ist unbezahlbar, also soll unbezahlbar sein. Und ich glaube, eine 1541, also von Commodore 64, die kann man hier nicht anschließen. Also ich weiß es nicht. Ja? Ihr könnt es ja mal schreiben. Dazu mache ich ja die ganzen Sendungen. Und wenn jemand Bescheid weiß, ja, dann soll er es einfach sagen. Und
dann lerne ich und die Zuschauer lernen auch noch. Ja, in dem Sinne, ich wollte mal sagen, das war's schon. Komm, ich leg dich mal hier hin. Ja. Oh, den Joy hier noch hin, den komischen. irgendwie hat er aber was, ne? Irgendwie finde ich es geil. Sieht schon irgendwie verschärft aus. So, dann machen wir Büchlein hin. Ja, hier ist die Pracht, habt ihr gesehen. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja. Und ich denke, wir sehen uns eventuell bald wieder. Ich weiß nicht, bekomme ich noch was? Nee, eigentlich nicht. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich ein gutes Angebot sehe, schlage ich zu. Ja? Deswegen wahrscheinlich eben halt öfters mal ein Unboxing-Video. Ja, in dem Sinne, haut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ja, beim Auspacken, genauso wie ich, ja, mit dem, ne, mit dem Zeugs hier, was überall verteilt ist. Und ja, würde ich mal sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ja, macht's gut. Euer Retro-Bulle.